An jedem Eingang zum Bahnhof muss gescannt werden. Nur mit einem grünen Code kann man weiter. Rot oder gelb bedeutet, dass man Corona hat oder eine Corona-Kontaktperson ist. Aber bei Bankkunden, die zum Protest fahren wollten, sprang der Code auf rot. In Videos in den sozialen Netzwerken zeigen sie, wie sie vom Reisen abgehalten werden. Das Phänomen wird klar. Allein Bankkunde zu sein reicht aus, um einen roten Code zu haben. Wenn wir die App aufmachen, zeigt sich links, ich bin kein Kunde und habe einen grünen Code. Meine Frau ist Kundin und hat einen roten Code. Meine Frau war in den letzten Tagen nur in Regionen, die keinen einzigen Covid-Fall hatten. Keiner der betroffenen Bankkunden mag vor der Kamera erscheinen. Wer in China die Politik kritisiert, wird abgestraft. Sie hat davor keine Angst mehr. Sie ist der Regierung schon lange ein Dorn im Auge, lebt unter ständiger Beobachtung. Die Anwältin Wang Yu. Sie hat selbst erfahren, wie die Gesundheits-App politisch genutzt wird. Als sie einen sensiblen Fall vor Gericht bringen wollte, sprang ihr Code auf gelb, obwohl sie gerade dreimal hintereinander einen negativen PCR-Test gemacht hatte. Was Wang Yu schier in den Wahnsinn treibt, alles basiert auf Willkür. Für den Einsatz der Gesundheits-App gibt es keine Gesetze. Es gibt dazu nichts, kein Papier, keine Regelungen. Die Restriktionen durch die App sind damit komplett illegal. Wang Yu bekommt derzeit selbst keinen grünen Code. Warum, weiß sie nicht. Ihr Bewegungsradius ist daher eingeschränkt. Schon die Einkaufsstraße ist tabu. Ich kann mich da nicht anmelden. Daher kann ich da nicht durch. Ihr Verhalten hier scheint auffällig zu sein. Offenbar ein Polizist in Zivil beginnt zu telefonieren. Ärger droht. Wang Yu geht lieber weiter. Sie will ein Taxi nehmen. Doch da taucht die nächste Hürde auf. Sie soll im Taxi den QR-Code scannen. Glücklicherweise lässt sich der Taxifahrer darauf ein, dass sich nur ein Passagier einloggt. Was passiert, wenn das jemand nicht scannt? Man muss das, so ist die Regel. Aber wenn jemand etwa kein Handy hat? Dann nimm halt kein Taxi. Allerdings muss auch für Bus und U-Bahn der Code gescannt werden. Die Zeitung New York Times hat herausgefunden, dass die Daten der App in Echtzeit an die Polizei geschickt werden. Und überall muss inzwischen gescannt werden. Selbst der Zugang zur Wohnung wird überwacht. Jeder in Peking wohnt innerhalb einer abgezäunten Anlage. Es gibt nur einen Zugang. An dem haben Wärter ihre Grenzposten aufgestellt. Selbst hier in diesem kleinen Raum, in diesem Taxi, zeigt sich, wie komplett die Überwachung ist. Fängt damit an, wenn man per Handy ein Taxi bestellt, dann ist man getrackt, dann wird man verfolgt. Also hat sie das Taxi einfach so rausgerufen, aber dann soll sie den Gesundheitscode scannen und damit ist sie wieder verfolgbar. Und wenn sie das nicht will, dann hat der Fahrer ein Problem, weil er wird auch wiederum überwacht von einer Kamera und einer ständigen Tonaufzeichnung in seinem Taxi. Und so hat jeder Angst und jeder wird überwacht.